ist, also es wird mehr besser. Alles klar. Blutbild angeschaut. Desolatester Allgemeinzustand. Und wie sich später dann herausgestellt hat, als aufgrund dieses Blutbildes, habe ich sie dann halt zu einem befreundeten Arzt geschickt. Ja? Und wie sich dann halt herausgestellt hat, wenn das passiert ist, Karzinom. Und dann ist es ja kein Wunder, ja? Wenn der Körper in so einem Zustand ist, ja? Dass er dann mit so einem örtlichen Problem ganz einfach auch ein fertig wird. Ja? Der Körper hat eine ganz andere Baustelle, die viel wichtiger ist. Ja? Nur hätte ich halt eben nicht das Blutbild unter dem Mikroskop gesehen, ja? Dann wäre ich der Nächste gewesen, der da Blutwege draufsetzt oder sonst irgendwas. Ja? Anderes Beispiel. Ich sitze in Chemnitz im Hotel, das Handy klingelt, ich gehe dran. Ja? Habe ich da eine Frau am Telefon? Ja? Ja, mir geht so schlecht und keiner kann mir helfen. Und er heult am Telefon und macht da rum. Und ich war schon bei dem und bei dem. Und alle Untersuchungen sind gemacht worden. Sie ist meine letzte Hilfe. Ja, so. Okay, ne? Dann habe ich erst bei der Telefon eine Stunde lang da gesetzt. Ne? Und dann kam die also mit ihrem Bekannten, bei dem sie wohnt, ja? Dann zu mir in die Praxis. Und ja, sie hat also so massive Bauchschmerzen, sie kann nichts essen, weil ihr Kleinigkeit, sie ist nicht schlecht und sie hat einen Hass auf ADS. Ja, so. Wo ich dann schon gedacht habe, so, okay. Ja. Da waren auch andere so nette psychische Auffälligkeiten, als alleine ist sie gar nicht mehr lebensfähig und sie muss aus ihrer Einzimmerwohnung rausziehen, sie musste bei dem einziehen. Die ganze Familie, ihr und seine Eltern, dreht sich nur um das Bett von dem armen Mädchen. Ja. Blut angeschaut, perfektes Blutbild. Ja. Wie passt ein perfektes Blutbild zu solchen Symptomen? Ja? Also wenn da jemand sagt, der hat massive Bauchschmerzen und da stimmt irgendwas mit, dann würde ich ein Gigant-Syndrom erwarten, dann würde ich auf jeden Fall gebärmutterneutrophile Granulozyten erwarten, ja? Dann würde ich vielleicht dementsprechend Gärungsblasen und so Leberbelastung, ja, etc., etc., etc. Ja? So, ja? Also so müsste dann theoretisch ein Blutbild aus, da wird noch kein perfektes Blutbild. Ja? Also habe ich mir dann den Kamerad geschnappt und habe dann gesagt, hier, jetzt bevor ich der nächste Depp bin, der nichts findet, ja? Da ist nichts. Ich sehe ja nichts. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, das haben wir jetzt auch schon gedacht. Ja? Ja? Und da hat sich dann eben dementsprechend also ein bisschen eingenistet. Ne? Nun gut, okay. Ja, jetzt war also diese abenteuerliche Geschichte mit den Siphonosporen im Blut, die Siphonospora polymorpha in der Ursache der Tumorentstehung. Ja, die ganze Schulmedizin sieht natürlich dieses Siphonospor nicht. Ne? Und um sich jetzt mit dieser abenteuerlichen Geschichte näher auseinanderzusetzen, war es also wichtig, ja, sich ein Mikroskop zuzulegen und das Mikroskop halt so umzubauen, zu erweitern, ja, damit man halt eben damit was anständig sieht. Und dieses Mikroskop, was da vorne steht, dieses dunkelblaue mit 2-Watt-LED-Beleuchtung, ja, Metall von Hermann Wolf, Lomo, Zeiss, Hund, ja, oben der Tubus, den habe ich aus St. Petersburg gesagt und so weiter, das ist immer noch dasselbe Mikroskop. Ja. Dieses Mikroskop begleitet mich also jetzt seit nur 30 Jahren. Ja. Und daran sieht man, ein Mikroskop ist eine Anschaffung fürs Leben. Ja. Und wenn es eine Anschaffung fürs Leben ist, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn es dann bei der Anschaffung halt mal ein paar Euro mehr kostet. Ja? Das begleitet mich mein Leben lang. Ja? Und wie gesagt, wenn man dann halt der Meinung ist, die Methode ist nichts, dann kann ich das Mikroskop verkaufen und ich kriege mein Geld. Ja? Nun gut, auf einem Treffen der Interessengemeinschaft Dunkelfeld Blutdiagnostik, ja, kam dann auch mal die Frau Ursula Philips vorbei. Und die Ursel war die ehemalige medizinisch-technische Angestellte von Dr. Wilhelm von Bremer. Die war damals schon im Alter von rund 90 Jahren. Und sie hat uns dann halt damals mal ein Blutbild gemacht. Ja? So wie sie das halt in den 50er Jahren für Dr. Wilhelm von Bremer gemacht hat. Und das war natürlich sehr abenteuerlich, ja? Die alte Frau da eben zu hören, wie sie das ganze Blut interpretiert hat. Ja? War also eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und so probieren wir also immer irgendwelche Highlights zu organisieren zu unserem IGDF-Treffen. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Mikroskop. Ja, wir planen über die Chi ein bisschen mehr. Bevor wir uns Bilder in der Dunkelfeldmikroskopie anschauen und mal danach schauen, was bedeutet es überhaupt,
rein aus der praktischen Erfahrung, viele Therapeuten rufen an, ich kriege kein gescheites Bild hin. Und um dem mal vorzubeugen, beschäftigen wir uns ein bisschen damit, wie arbeitet so ein Mikroskop, was ist an so einem Mikroskop wichtig, damit wir überhaupt gescheite Bilder hinbekommen. Das Prinzip Nummer 1 bei einem Mikroskop ist, das ist immer ein Spiel mit dem Licht. Grundsätzlich, ein Mikroskop vergrößert einfach was. Und da gibt es dann verschiedene Kontrastverfahren. So machen wir hier Bilder. Alle sind von Blut. Wir sehen zum Beispiel ein einfaches Hellfeldbild, was so weit abgedunkelt wurde, dass man überhaupt etwas sieht. Normalerweise sieht man unter einem Hellfeldmikroskop Blut. Naja, sehr vage. Außer man färbt es an, zum Beispiel nach Papenheim. Nur angefärbtes Blut ist totes Blut. Dann gibt es andere Kontrastmethoden, die auch mit Lebendblut genügen, Kontrastreichtum geben, dass wir das betrachten können. Beispiel wäre ein Phasenkontrastbild, was dann in verschiedenen Grautönen arbeitet. Oder ein Interferenzkontrastbild, was einen eher 3D-Effekt macht, mit einer schönen farblichen Absetzung. Also wenn man dort eine Farbscheibe reinlegt, dann erscheinen die höher erscheinenden Strukturen in einer farblichen Abbildung, zum Beispiel in Rot. Nur Interferenzmikroskope sind komplex einzustellen und sie sind erheblich teurer in der Anschaffung, wie der Jörg vorhin schon gesagt hat. Hier unten haben wir zwei Dunkelfeldbilder. Die Dunkelfeldmikroskopie ist ein relativ einfach herzustellendes Kontrastverfahren und relativ kostengünstig zu schaffen. Ähnlich wie Phasenkontrast, nur es ist ein Ticken einfacher zu bedienen und es sieht einfach hübscher aus. Und diese Kombination von es sieht hübscher aus, es ist einfacher und ein Ticken kostengünstiger, macht das zum favorisierten Verfahren, um Blut unter einem Mikroskop zu betrachten. Wie funktioniert dieses Lichtverfahren? Grundsätzlich denken wir immer, ja, wir sehen halt verschiedene Arten von roten Blutkörperchen. Hier kommt die Wahrheit, das ist falsch. Wir sehen nicht die Blutkörperchen. Was wir sehen, sind Lichtreflexe, die die Blutkörperchen verursachen. Und dann wird häufig interpretiert, da sehen wir was, das ist in dem roten Blutkörperchen drin, das ist so nicht richtig. Das erscheint so, als wäre das da drin. Das ist ein Lichtreflex. Der kann drüber oder drunter liegen, das wissen wir so erstmal nicht. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie arbeitet denn dieses Kontrastverfahren. Und dazu haben wir hier ein einfaches Bild. Wenn wir uns einfach mal ein Fenster vorstellen und dann ist da ein Spinnennetz im Eck. Dann haben wir bei der oberen Aufnahme einfach die Mittagssituation, die Sonne scheint direkt ins Fenster rein. Wenn wir das fotografieren, dann sehen wir nichts von diesem Spinnennetz. Alle feinen Strukturen werden einfach vom Licht überblendet, weil es viel zu stark ist. Wir könnten natürlich dieses Spinnennetz anfärben, so wie wir Blut anfärben können. In dem Fall zum Beispiel mit Kohlestaub. Dann würden wir es wieder sehen, nur dann ist das Spinnennetz kaputt für die Spinne. Ja? Wenn wir stattdessen einfach ein paar Stunden warten, bis die Sonne zur Seite weitergewandert ist, jetzt haben wir einen seitlichen Lichteinfall vor einem dunklen Hintergrund, dann schillert das Spinnennetz ganz hübsch. Plötzlich können wir das sehen. Ja? Und dieses Verfahren, dass wir einen seitlichen Lichteinfall vor einem dunklen Hintergrund haben, das nennt sich Dunkelfeldkontrast. Das bedeutet, auch hier sehen wir nicht das Spinnennetz direkt, sondern nur die Lichtreflexe von diesem Spinnennetz. Es wird nachher nochmal von der Bedeutung sein, wie kriegen wir ein gescheites Bild im Mikroskop zustande. Bevor wir das angehen, ist die Frage, was ist überhaupt ein Mikroskop, wie arbeitet das? Letztlich ist ein Mikroskop ein Sehwinkelvergrößerer. Wir haben hier mal ein Beispiel, wir haben das Ulmer Münster mit 161 Meter Höhe und es ist in einer Entfernung von 300 Metern. Und dann haben wir ein Bild von so einem Indianer, 13 cm hoch, und das halten wir uns so 25 cm vors Auge. Beide bilden einen Sehwinkel von 30 Grad. Das heißt, die Größe des Objekts in Kombination mit der Entfernung gibt einen bestimmten Sehwinkel. Wenn wir uns jetzt nur das Auge dieses Indianers angucken wollten,
oder nur die Turmspitze des Ulmer Münsters, dann haben wir einen entsprechend verkleinerten Sehwinkel. Was bedeutet, wir sehen es nicht so gut. Und dann kann man natürlich eine Lupe davor halten. Eine Lupe spreizt den Sehwinkel, sodass wir das kleine Auge dann gefühlt sehr viel größer sehen können. Eine Lupe ist ein Vergrößerungshilfsmittel, ein Sehwinkelspreizer. Ein Mikroskop macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Da haben wir ein Objekt A, ein Objekt B, beide in gleicher Größe. Und hier drüben stehen wir mit unserem Auge. Ja? Wenn wir jetzt dieses Objekt B betrachten, dann ist es auf die Distanz hier mit einem ganz kleinen Sehwinkel. Das heißt, es erscheint uns winzig. Wenn wir aber eine Serie von Sehwinkelspreizern davor schalten und haben unser Auge, dann sehen wir das gleiche Objekt stark vergrößert. Dazu hat es natürlich ein paar Tücken. Auf der einen Seite haben wir in einem Mikroskop Linsen drin sitzen. Diese Linsen hier entsprechen dem Objektiv. Das heißt, der Teil des Mikroskops, der dem Objekt zugewandt ist. So etwas. Das ist ein Objekt, der Name ist deswegen Objektiv. Hier wird in irgendeiner Art und Weise versucht, das Bild zu vergrößern im Sinne der Auflösung. Es gibt verschiedene Vergrößerungsmaßnahmen, man kann zum Beispiel auch die Fläche strecken. Wenn ich durch den Beamer das Bild daran werfe, je weiter die Leinwand weg ist, umso größer wird das Bild. Das ist eine Flächenstreckung. Hier reden wir über Auflösung, das heißt, wie kleine Details kann ich noch sichtbar machen. Und dieses Linsensystem bringt dann hier eine Zwischenbildebene zustande. Wenn man da Butterbrotpapier ins Mikroskop reinhalten würde, wie eine Leinwand, dann hätten wir hier ein scharfes Bild. Diese virtuelle Zwischenbildebene, die wird dann von der Linse hier oben, die dem Auge, dem Oculus zugewandt ist, also im Okular, abgegriffen und nachvergrößert. Und dadurch ergibt sich der Vergrößerungsfaktor des Objektivs, zum Beispiel 100-fach, multipliziert mit dem Objektiv, zum Beispiel 10-fach, ergibt zusammen eine 1000-fache Auflösung. Also Vergrößerung im Sinne von Detailschärfe. Häufig werden Mikroskope angeboten, das kann 20.000-fach vergrößern. Nein, kann es nicht. Ja? Es kann 1000-fach vergrößern und das Ganze dann noch 20 Mal in der Fläche strecken. Das ja. Das kann jedes Mikroskop. Aus physikalischen Gründen ist es so, dass ein Lichtmikroskop eine Auflösungsfähigkeit hat, die irgendwo bei 1200, 1400-fach aufhört. Aus physikalischen Gründen. Es gibt nur 2-3 ganz spezielle Mikroskope, die schaffen bis zu 4-4.500-fach. Aber brauchen wir uns keine Sorgen drum machen, in dem Bereich wird keiner von uns finanzieren wollen. Das ist sechsstellig. Ja? So gibt es zum Beispiel im Odenwald ein Ergonom-Mikroskop, was um die 260.000 Euro kostet. Leica und Nikon haben auch mittlerweile ein solches Mikroskop hergestellt. Das sind Einzelstücke mehr oder weniger. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, alles, was eine Angabe von mehr als 1200, 1400-fach ist, wird kritisch. In der Dunkelfeldmikroskopie. Hellfeld geht einen Ticken mehr, weil da der Kontrastreichtum nicht so kritisch ist. Kurzum, das macht so ein Linsensystem am Mikroskop aus. Da haben wir hier so eine gestrichelte Linie, das ist die optische Achse. Das Bild kann nur dann sinnvoll zustande kommen, wenn die optische Achse eingehalten wird. Sobald irgendwas hier drin schief ist oder verstellt wird, werden wir da oben kein gescheites Bild rausbekommen. Eins der typischen Ursachen von, ich krieg kein Bild. Ich bin schon durch halb Deutschland gefahren, um in 2 Minuten was einzustellen. Geht doch, weil es am Telefon nicht möglich war. Und weil es so oft vorkommt, haben wir es zum Anliegen gemacht, das in Schulungen wieder mitzuzeigen. Dann hat man es vorhin von verschiedenen Qualitäten. Ja, es gibt Dunkelfeldmikroskope, die kosten nur 700 Euro. Und viele Tränen. Und Nachinvestitionen. Ja. Ich habe schon Therapeuten gehabt, die haben aufgegeben. Völlig umsonst. Die haben einfach nur das falsche Mikroskop gekauft, weil sie gedacht haben, ich habe Schnäppchen gemacht. Grundsätzlich, was macht so ein Preis an einem Mikroskop aus?
Im Wesentlichen arbeiten wir mit Optiken, nicht mit der Mechanik. Also gucken wir uns als erstes die Optiken an. Da haben wir hier drei verschiedene Arten von Objektiven mit dem gleichen Vergrößerungsfaktor. Ein einfaches sogenanntes achromatisches Objektiv. Wir haben ein Planobjektiv und wir haben ein planapochromatisches Objektiv. Viele bunte Worte. Was heißt das? Wir haben ein Objektiv mit einem Linsensystem, das nimmt ein Bild auf und vergrößert das. Es hat jede Linse einen eigenen typischen optischen Fehler. Hier entsteht zum Beispiel ein gewissermaßen gewölbtes Bild. Jede Wellenlänge, zum Beispiel rot, grün oder blauer Anteil vom Licht, hat eine andere Beugungsqualität. Und mit jeder Linse danach versucht man, den Fehler der vorherigen Linse ein bisschen zu optimieren, ein bisschen zu verbessern. Bei einfachen Objektiven haben wir hier zum Beispiel 5 Linsen drin, kriegen da eine 10-fache Vergrößerung hin, die uns im Okular dann eigentlich eine 100-fache Vergrößerung macht. Aber das Bild wird nur in der Mitte scharf sein. Am Rand ist es unscharf. Wem das egal ist, der kann eine solche günstige Lösung nutzen. Mein Tipp, auf Dauer wird es dann nicht egal sein, weil die Unschärfe ist einfach immer zu sehen. Bei einem Planobjektiv ist das nicht mehr der Fall. Da hat man das Objektiv daraufhin optimiert, dass es bis zum Rand hin scharf ist. Wohingegen das planapochromatische Objektiv, das ist die mit der höchsten Qualität, auch die jeweils Farbkorrekturen noch mit drin hat, sodass möglichst auch alle Farbstichigkeiten in einer optimalen Schärfe abgebildet werden. Und wenn wir selber auf die Idee kämen, Glas zu schleifen und so anzuordnen, dann können wir uns auch vorstellen, wie aufwendig das von der physikalischen Berechnung und von der Konstruktion her ist, so ein planapochromatisches Objektiv zu bauen. Und deswegen ist es auch völlig klar, dass das erheblich teurer ist als jenes oder ganz einfach achromat. Also beim Mikroskopkauf empfehle ich mindestens darauf zu achten, dass es ein planachromatisches Objektiv ist, dass es also bis zum Rand hin scharf abbildet. Dann gibt es zwei Arten von Optiken, sogenannte endlich Objektive oder unendlich korrigierte Objektive. Für die Untersuchung ist der Unterschied primär egal. Wichtig ist nur, es ist eine systemische Frage. Entweder ich habe ein Mikroskopsystem, was alles auf endlich Optik hat, oder ich habe eins, was unendlich Optiken hat. Kombinieren kann ich nicht. Was bedeutet dieser Begriff? Endlich Optik bedeutet, wenn ich oben ins Mikroskop reingucke, ist es so, als würde ich ein Buch lesen. Ich muss meine Augen scharf stellen auf was Naheliegendes. Unendlich Optiken kamen später auf, sind modernere Optiken. Es ist so, als würde ich an den Horizont gucken. Von Bedeutung ist es für Menschen, die 8, 10, 12 Stunden am Tag ins Mikroskop gucken. Weil wenn ich dann 8, 10, 12 Stunden ein Buch lese, dann tun mir irgendwann die Augen weh. Bei unendlicher Optik sind die Augen entspannt und ich kann viel einfacher schauen. Was anderes macht das nicht. Das heißt, wenn ich in der typischen Dunkelfelduntersuchung meistens auf den Monitor schaue und gar nicht ins Mikroskop rein, merke ich diesen Unterschied überhaupt nicht. Hauptvorteil von endlich Optiken, sie sind günstiger. Hauptvorteil von unendlich Optiken, ich kann leichter mit Kameras arbeiten. Ja? Kommen wir zu einem Bauteil, dem wichtigsten, der das Kontrastverfahren ausmacht, der Dunkelfeldkondensator. Ich hole den mal hier aus meinem Mikroskop aus. Das ist ein Bauteil, der sitzt unterm Tisch. Und nur dieses Bauteil macht das Kontrastverfahren aus. Nehme ich das aus dem Mikroskop raus, habe ich sofort ein Hellfeldmikroskop, wie wir es aus der Biologie, aus dem Unterricht vielleicht noch kennen. Dieses kleine Bauteil macht den Unterschied. Wie funktioniert das? Im Grunde genommen, von unten kommt das Licht, von oben gucken wir mit der Frontlinse des Objektivs auf einen Objektträger drauf, wo zum Beispiel Blut drauf liegt. Das Licht muss irgendwie dahin kommen, sonst sehen wir ja nichts. Dunkelfeld hatten wir vorhin gesagt, das Licht kommt von der Seite. Und wir gucken gegen einen dunklen Hintergrund. Also machen wir als erstes alles, was an Licht ankommt, schwarze Platte davor.
Da kommt da kein Licht an, schon mal unser dunkler Hintergrund. Das Licht wird nur am Rand durchgelassen. 90% des Lichtes wird weggeblendet. Das bisschen, was am Rand durchkommt, trifft auf eine spezielle Linse in diesem Dunkelfeldkondensator und wird jetzt gekreuzt. Damit gibt es einen Brennpunkt hier und der muss so eingestellt werden, dass er genau auf der Objektebene liegt, in beiden Bluttropfen. Und dann werden alle Bestandteile des Blutes, alle Partikel, die da in diesem Lichtkreuzungspunkt drin liegen, hell aufleuchten und setzen sich vor dem dunklen Hintergrund kontrastreich ab. Wenn dieser Dunkelfeldkondensator ein bisschen schief eingebaut ist, dann geht das zur Seite geleitete Licht vorne ins Objektiv rein. Dann haben wir kein Dunkelfeld mehr. Typisch heißt das vom Therapeuten, ich kriege kein gescheites Bild, es ist immer so hell. Ja, dann ist der Dunkelfeldkondensator unten schräg oder falsch eingestellt. Dafür hat so ein Dunkelfeldkondensator vorne zwei Schräubchen dran, schräg angesetzt. Das hat jeder dieser Dunkelfeldkondensoren. Damit kann man diese optische Achse, von der wir vorhin gesprochen haben, beim Dunkelfeldkondensator einstellen. Es geht darum, diesen Lichtpunkt in der räumlichen Verteilung genau in die Mitte zu stellen. Das zweite ist, dieser Lichtkreuzungspunkt nützt mir nichts, wenn er hier oben ist oder hier unten. Der muss genau auf die Objektebene. Das heißt, die Höhenverstellung des Kondensors ist das zweite. Das ist in der Regel ein Schräubchen unter dem Tisch des Mikroskopes. Dann wird er in der Höhe so lang hochgeschraubt, bis dieser Lichtkreuzungspunkt genau im Blutstropfen ist. Und wie von Zauberhand habe ich plötzlich ein neues Bild. Mit einer einzigen Ausnahme,